So, hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Halt und Nier. Ja, manche würden sich jetzt wahrscheinlich wundern. In letzter Folge sah das Haus noch ein bisschen weniger zugebaut aus. Aber ich habe auch leider bei der letzten Aufnahme, die ich aufgenommen hatte, einen Fehler gemacht und dadurch konnte ich die ganze letzte Aufnahme verwerfen. Ich habe vergessen, das Mikrofon einzuschalten und brabbelte erstmal 20 Minuten alleine vor mich hin. Auf jeden Fall. Ich habe hier ein bisschen weiter gebaut in der Folge und habe hier mit dem Fließbänder die Geschichte und ich vermisse sogar irgendeinen Eisenbarren, der müsste hier noch irgendwo rumschmoren. Ich habe aber keine Ahnung, wo der ist. I don't know. Ja, habe hier ein bisschen angefangen, ein bisschen weiter zu bauen und ja, das ist so hier gerade aktuell der Stand der Dinge. Den nehmen wir mit. Den haben wir hier noch vergessen. Oder habe ich hier noch vergessen? So, dann gehen wir hier mal wieder hoch. Wir gehen nämlich jetzt zu unserem Client zurück. Da habe ich nämlich auch noch mal ganz kurz was weitergemacht während der Folge, die ich verwerfen durfte. Oh, ärgert mich das ein bisschen. Und hier ist das Stück. Hier habe ich nämlich schon mal ein bisschen weitergebaut. So. Es lässt sich nicht platzieren, doch. So. Und das heißt, jetzt könnte ich noch mal ein bisschen Shopping-Tour machen. Wir brauchen nämlich ganz viele Fließbänder und drei Rohre. Gut, die drei Rohren können wir theoretisch auch so holen. Gib mir das Geld einfach mal mit. So, bin ich mal gespannt, wie gut das hier funktioniert. Beziehungsweise wie gut mein PC das denn offiziell mitmacht. So. So. Das Rohr muss, die drei Rohre muss nämlich noch für die drei Bohrer. Eins. Drei. Bin mir manchmal viel zu schnell hier unterwegs. So. Und drei. So. Und jetzt muss ich los Fließbänder kaufen. Na, komm her. So. Siehst du, und damit gehen wir zur Stadt. Fließbänder sind hier Conveyor Nation. Das heißt, hier müssen wir hin. Ah, stimmt. Hier gibt es auch die Kiste. Das erspart uns nämlich echt guten Aufwand hier. Genau. So, dann machen wir die einmal voll. Endlich habe ich eine Idee gefunden. Ach, mehr passen da gar nicht rein. Nur 20. Okay. Ja gut, das ist natürlich ein bisschen doof, aber gut. Was soll's? Dann knallen wir das Ding mal mit 20 voll. So, die beiden Kisten nehmen wir. Warte mal. Geh mal meinen Karren. So. Ein paar laden wir sie schon mal. Etwas einschränkend, dass die Abdeckung hier oben im Weg ist. So, dann muss ich mal hingucken. Ich brauche nämlich zwei, die nach links gehen. Ja. Oh, nee, verdammt. Das war das Falsche. Links da. So. Nämlich nach links gehen. Dann machen wir aber gleich eine Kiste für fertig. Und ich glaube, dann haben wir auch erstmal schon alles. Guck mal, kostet 14.000, das Spaß. Ah, und leckt kein bisschen. Das ist so genussvoll. Hoppala. Das Geld würde ich aber auch wieder lieber mitnehmen. Weiß, wofür wir das noch gebrauchen können. Und dann düsen wir auch schon zurück. So, ja, wir stellen uns sonst mal hier hin. So, was haben wir hier als erstes? Nach links. Okay, nach links brauchen wir nämlich hier eins hin. Oh, nein, hier. Und hier eins hin. So, dann nehmen wir uns mal die Gerade. Jetzt habe ich die ganze Karre mitgenommen. Das war natürlich nicht so geplant.
So, und dann bauen wir die Fließbänder weiter. Ah. Blöde Angewohnheit. Oh, ich finde den Mod so toll. Echt, ein großes Lob geht an den Modder, der das hier ermöglicht hat. Oh. Das ist echt eine coole Idee. Danke, Modder. Modder. Ich sollte das versuchen, Marie. Ich bin doof, ne? So ist richtig, aber die hier habe ich jetzt total verkehrt rum platziert. Ja. So, jetzt aber. Na, komm her. So, die muss ich jetzt dementsprechend jetzt auch noch die Richtung aufstellen. Guck mal, Showstudios haben wir die Kiste gleich leer. Gut, dass ich gleich zwei Kisten gemacht habe. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Huch. Nee. So nicht, mein Freund. Ja. Ich will immer noch die Kiste aufheben. So, das ist die erste auch schon leer. So, dann haben wir hier noch eins. Und damit, denke ich mal, sollten wir mit rauskommen. Oh, wo habe ich die denn jetzt platziert? Auf der Brücke. Sehr gut. So. Bis zum letzten Miner. Das wäre... Ja, das kann ich jetzt schlecht überprüfen. Aber ich glaube, das hier war der letzte. Das heißt, den hier können wir nicht benutzen. Denke ich jetzt erstmal. Ich werde ihn aber trotzdem hier alle mit anschließen. Das ist selbstredend. Hoppala. Ah. Hä? Da ist die. Oh, wie praktisch. So. Jetzt müssen wir sich kurz hier hinstellen. Jetzt muss ich alle einschalten. Hoppla. Warte mal. So. Was waren die hier? Ja, man muss ja sagen, es sind doch einige dazu gekommen. So, würde ich sagen, holen wir uns mal das Schaufel. Huch. So, jetzt muss ich hier gucken. Da seid ihr. So, das war die Seite. So, ich werde das jetzt später sehen, ob einer läuft oder nicht. Aber eigentlich hat sich die Methode immer so weit gut bewährt. Das wird schon klappen. Oh, ich kann aber wahrscheinlich nicht ausschließen, dass diese Aktion hier gleich zu Lex führen wird. Wovon ich ehrlich gesagt die Befürchtung habe. So, das waren alle. So, jetzt wird's spannend. Ich mach den mal zu und schmeiße jetzt mal den an hier. Ach, das kommt wahrscheinlich, weil die Sortierung nicht korrekt war. Ach, es lacht da wieder durch.
Oh, warte mal. So, jetzt. Da rein. So, da ist noch hier Eisen, der da nicht zugehört. Und irgendwas ist da noch. Oh, guck mal, Gott. Gott, er ist versteckt. So, Leute, wollen wir mal gespannt sein? Ich schmeiß die Maschinerie an. Oh, warte mal. Man kann gut beobachten, die Fließbänder ab hier laufen schon nicht mehr. Das ist natürlich höchst interessant. So, wie viel hat er? Ja, 1,22. Komm, wir hauen den mal als Einheit mal nochmal mit rein. Also hier. So. Da hat er schon mal ein bisschen Stoff. Guck mal, dann müssten sogar alle laufen. Es laufen sogar nicht alle. Warum? Was ich die im Vergleich zu die hier laufen. Mal sagen, lasse ich das hier mal auf und das pausiere ich hier einfach mal. Guck mal, wie lahmarschig die hier alle sind. Das ist der Hammer. Ah, es bilden sich dadurch auch größere Klumpen, ne? Ist natürlich wirklich nicht schlecht. Also wir müssen kurz mal warten, bis wir noch mehr Energie zur Verfügung haben. Ja, 8,22. Damit lässt sich wahrscheinlich am besten damit arbeiten. Die laufen gar nicht mehr, ne? Nee. Ah, komischerweise, eigentlich müsste der Energiekristall gerade dafür sorgen, dass die laufen. Die letzten hier. Ach so. Hahaha. Okay, Problem gefunden. Das Problem lösen wir auch gleich. Warte mal. Mach mal hier aus. Ah, ja klar. So. Ach ne, jetzt sind sie ja an. So. Ne, das macht auf Dauer sowieso keinen Unterschied. Okay, ich brauche auf jeden Fall hier ein Rohr, ein T-Stück und eine Kurve. Kurve habe ich ja da, also brauche ich nur noch ein T-Stück. Das müssen wir uns noch mal eben holen. Und dann gucken wir uns mal an, wie viele das hier eigentlich sind. Zack. Weil, so. Der muss einmal sein, sonst werden wir unglücklich. Bringt ja nichts, wenn. Oh. Ja, gut, wir wollen das Rohr. Oh. Ich wollte eigentlich den Klumpen hier raus haben. So. Ganz dahin. So, und dann würde ich hier nämlich gerne das T-Stück installieren. Dann nehmen wir uns das hier, die Krumme hier raus. Und platzieren sie dahin. Dann hole ich mir noch einen Korken. Das ist toll an sowas. Man kann da, ja. So.
Nee, das finde ich auch in diesem Modular-Ding auch sehr praktisch. So. Jetzt haben wir hier auch was. Oh, verdammt. Der ist in den Kessel reingefallen. Oh. Hat sich sogar damit sogar schmolzen. So gelaufen, würde ich sagen. Na gut, nicht so schlimm. So. Hier. So, dann gibt man mal den Barren mal raus. 12. Na, guck mal, damit kann er ja schon ein bisschen mitarbeiten. Oh, verdammt. So. Jetzt schmeißen wir die Maschinerie nochmal an. Na, guck mal, jetzt laufen auch alle Fließbänder auch gut. Und jetzt haben wir hier einen Druck wieder von 105. Damit kann man schon wieder richtig schön geil arbeiten. Bin ich mal gespannt. Mich wundert, dass es noch zu keinem Lex gekommen ist. Aber schauen wir einfach. Na, guck mal, sieht doch richtig geil, oder? Eigentlich könnte ich hier und hier noch einen Miner hinstellen. Also hier und hier. Könnte ich? Habe ich aber keine Möglichkeit. Ne, ich habe alle Miners, die ich habe, verbaut. Aber wie viele haben wir denn jetzt? Also fangen wir an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, ich habe gesagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 10. 21 Stück haben wir schon mal in der ersten Reihe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19. Das heißt, wir haben 40 Stück. Und das läuft, erschreckenderweise läuft das sogar ziemlich gut hier. Ich hätte gedacht, mein PC hat große Probleme, aber das ist gar nicht so angenehm. Gut, das war hier. Oh, was ist da denn los? Da sammeln sie Kristalle. Man hört nur noch Dauer so zischen. Ja, und da könnte man fast sagen, damit arbeiten wir. Frag mich, gibt es bei diesem Shop auch da auch Quades? Mal gucken, ob es hier so eine Kiste gibt. Doch, hier gibt es sie. Gut. So, wenn mal Zeit, dass wir nämlich mal weiterbauen. Also die Böden weitermachen. So, 40 Stück. Ich schnapp mir gleich noch eine. Wir werden wahrscheinlich ohnehin sehr viele von den Dingern brauchen. So, 40 Stück. So. Da. Macht schon mal 800. So. Na? Oh, da habe ich schon einen reingesetzt. Oh, was ist da denn los? Hier fiel irgendwie schon ein paar Edelsteine durch. Ah, da hat sich ein Eisenerz einfach mal aufgehangen. Hier ging irgendwie ganz viel, hier ging irgendwie Edelsteine rum. Frag mich nicht nach Sonnenschein, das kann ich selber leider nicht beantworten. Aber auf jeden Fall kriegen wir es dank der 40 Anlagen, kriegen wir jetzt hier so dermaßen was zusammen. Wie viel wiegt denn so einer? Einer wie 35. Das heißt, da kriegen wir schon gut was zusammen. Das lohnt sich.
Das müssen wir regelmäßig machen, sonst haben wir irgendwann ein großes Problem. 12.000 ist das schon wert. Huch. Da bin ich ja fast schon neugierig, wie der Goldbarren jetzt schon wert ist. 217.000. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt hat man jetzt schon keine Geldprobleme mehr. Meiner Achtung nach. Ah. Weil da finde ich, könnten sie das ruhig auch ein bisschen schwerer machen. Also mit den Geld kriegen oder die Sachen halt teurer machen, finde ich. Weil ich finde, man kann sich viel zu leicht hier alles schnell kriegen, wenn man will. So. Deswegen finde ich das ja auch ein bisschen doof. Weil da muss man sich quasi schon zwangsneue Ideen lassen, wie man seine Effektivität noch weiter steigert. Ich meine, klar, das ist ja auch ein Job. Ne? Aber ich finde, das macht irgendwo den Spaß ja auch zum Teil auch wieder kaputt. Und das finde ich schade. Deswegen würde ich mir das gerne wünschen. Was ich auch gerne machen würde, würde gerne hier auch nochmal was dran ändern. Und zwar würde ich das hier lösen, das hier. Das kann so bleiben. Das und das. So, dafür sollten wir die ganze Maschinerie einmal kurz abschalten, wir waren kurz, bis alles durchgelaufen ist. Gut. Gut, damit ich das einmal kurz hier komplett ausschalten kann. So, ich würde das hier nämlich auch mal gerne abnehmen. So, und das hier würde ich gerne einmal drehen. Wenn das dahin kommt, das hier würde ich gerne, dass das... Moment, hier hinkommt. Das würde ich gerne für das hier nehmen. So rum. So, dann kann das nämlich... Ne, noch ein Stück nach hinten, so. Ach so, ja klar. Nee, gut, ich nehme es zurück. Es muss hier vorne hin, sonst wäre das nichts. Und da brauche ich noch 3 Grad, ne? Na komm, kaufen wir die mal eben, die Geraden, ne? Können wir auch die Creative Box für nehmen. So, wo seid ihr da? Mach ich mal damit voll. Oh, ich muss mal ganz eben was gucken. Ah, sehr schön. Gut. Mach ich mal eben aus. So, geht später weiter. Hm? 640, wie viel haben wir? 65.000. So, dann muss ich einmal kurz die Box hier hin tun. Ah. Wir haben doch 3. Was sei der Geiz? Gut, jetzt haben wir zwar 1 übrig, aber so schlimm ist das, finde ich, nur auch wieder nicht. Da. Achso, das haben wir schon übrig. Gut. Können wir mal hierhin installieren. So, die Box lassen wir erstmal hier einfach stehen. Lassen wir hier aber stehen und liegen. So. Mal hier mit hin. Du auch. Du auch. Und du auch. So. Wenn wir nicht unseren Schrott hier irgendwann mal aufräumen, sieht er hier echt düst aus. So, dann, was ist das denn? Ach, gerade. Was ist da drin? Ach so, Förderbänder, okay. Guck mal, muss man schon bald hier anfangen, ja, die Kisten zu sortieren. Ach so, ich brauche noch ein krummes. Wo war das jetzt? Ne, warte mal, irgendwo sagte ich, dass ich da... Ach, hier, genau. So. Das wäre das. Dann könnte man sagen hier. So. Machen wir wieder auf. Gut. Sieht so geil aus. Links fängt es an, geht dahin und kommt hier wieder an. Zack.
Ich finde, das sieht cool aus. Ich gerade an, als wäre irgendwo was rausgefallen. So, zweimal ruhig. 71. Packe ich gesagt gleich mit hier rein. So, dann hat er so, dann haben die erstmal eine Weile was zu tun. So, das ist das Hauptventil. Das schließe ich dann hier an. So. Und dann kann es weitergehen. Oh, warte mal. Ja, so könnte es richtig sein. Ja. Gut, mit 2x2 Wegen könnte das besser sein, aber ich will das hier nur nach den Grundprinzipien hier gebaut haben. Ach so. Kaum, weil ich sie da rangeschmissen habe, deswegen hat er das. Na guck mal, das funktioniert doch. So soll das auch sein, meiner Meinung nach. So. So, und die Kiste ist leer. Ah, wo will ich denn damit hin hier? Ich stoppe die Kisten erstmal hier. So, jetzt nehme ich dich mit. Test. Können wir mal gucken. Wie viel Eisen haben wir? 8500. Nicht schlecht. Und eine Goldbahn waren 224.000. Ja gut, denn der Kristall kann ja noch nicht so viel haben. Aber ich bin bei denen mir ganz neugierig. 157. Also, ich finde es schön anzusehen. Oh, da findet ihr ja alles raus. Ja, guck mal, einige Sternenkristalle haben wir mal hier beobachtet. Guckt euch das mal an hier. Und wisst ihr, was das Kranke an dieser Sache ist? Wir können die ganze andere Seite hier noch mitzubauen. Mitbauen. Zubauen. Also richtig abgehen. Also, und das wird auch zur nächsten Folge auch mein Ziel sein. Aber kurz noch hierzu weiter. Genau, ich war ja gerade hier so schön am Platzieren. Wir können hier eigentlich auch nochmal mehr Boden machen. Damit mein Bett nicht immer hier so eng steht. So, machen wir noch eine Reihe. Jetzt stellen wir mal eben mal hier hin. Alter, Schluss mit den Sachen hinterher tragen, das ist richtig nice. Ich find's cool. Uiuiui, das klang aber nach viel. Uiuiui. Kommt der Quascher noch zurecht? Wo ist der denn gerade rauskommen? Ja, das Mann, hier kommt immer so ein Berg an Ressourcen zusammen. Das ist der Wahnsinn, mir gefällt das. So, ich würde auch sagen, in der nächsten Folge bauen wir auch hier auch weiter. Sammeln weiter Ressourcen ein. Und würde sagen, Leute, danke, dass ihr dabei wart. Wenn ihr so viel Spaß habt, lasst euch dann gerne einen Kommentar oder auch eine Bewertung für das Video. Dann würde ich darüber auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Reichtum, Macht und Ruhm. Der das alles gebaut hat, war ich. Hamda, Hamda. Bis dahin. Tschüss, Leute. Tschüss.